RustVPN hat mich angeschrieben und um eine Kooperation gebeten. Ich sage dann einfach immer, gebt mir doch mal einen Test-Account. Ich schaue mir euren VPN an und mache ein kleines Testvideo darüber. Ich sage aber auch dazu, die Bewertung kann auch schlecht ausfallen. Wie es im Fall von RustVPN gelaufen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Als erstes schaue ich mir immer die Geschwindigkeit an. Als Referenz erstmal meine normale Geschwindigkeit, 500 Mbit down, 50 Mbit up und bei der Latenz einen Mittelwert von 20 Millisekunden. Den merken wir uns jetzt für die nächsten Folien. Dann habe ich mich zu einem niederländischen VPN verbunden und hatte einen maximalen Download von 77 Mbit und der Upload war bei 50 Mbit. Je nach Speedtest ist das aber auch immer ein bisschen schlechter ausgefallen. Richtig schlimm hat es bei der Latenz ausgesehen, mehr als eine Verdopplung und der Jitter war auch viel zu hoch. Damit das jetzt kein Zufallsfund oder Montagsgerät war, wie auch immer, habe ich mich nochmal zum deutschen VPN-Server verbunden. Sieht es ähnlich beschissen aus, sowohl die Latenz als auch die Geschwindigkeiten unterirdisch. 100 Mbit sollte meiner Meinung nach ein OpenVPN-Dienst erreichen. Und das hat RustVPN hier nicht geschafft. Ja, normal gehe ich immer jetzt so eine Liste von Punkten durch, wie ist die Sicherheit und sowas. Beim VPN kann ich ja nicht machen, wir gehen die Fails durch und ich muss mich ranhalten, denn es waren viele Fails. Das erste ist eher was Kurioses, ich habe mich unten zum französischen Server verbunden und dann zeigt mir die Software eine deutsche IP an. Toll. Naja, wenn ich die IP aber mal abfrage bei verschiedenen Diensten, zeigt es mir manchmal eine französische Fahne, manchmal eine deutsche Fahne an. Könnte daran liegen, dass das im Grenzgebiet wohl liegt. Hier steht jetzt Straßburg, unten steht, dass die Plus-Server GmbH irgendwo in Köln sitzt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Verwechslungen. Aber wenn die Software mir da schon falsch anzeigt von RustVPN, ist das schlecht. Jetzt kommen wir zu was Dramatischerem und zwar dem IP-Leak. Während ich jetzt also verbunden bin mit den Niederlanden, kriege ich auch eine niederländische IPv4. Was ich aber nicht kriege, ist eine niederländische IPv6. Eine andere Möglichkeit wäre ja gewesen, IPv6 komplett zu deaktivieren. Das muss also die RustVPN-Software machen. Hat sie hier offensichtlich nicht gemacht. Also die IP leakt und damit ist der VPN im Grunde obsolet. Kann man da irgendwas in der Software zu einstellen? Ja, man kann einen Killswitch einstellen, der hat aber keinen Einfluss drauf. RustVPN hat mir, zumindest der Marketingmensch hat mir gesagt, sie wollen sich so ein bisschen auf Russland konzentrieren, weil da ja gerade Internetzensur am Start ist. Da macht es natürlich Sinn, ein VPN zu vermarkten. Ja, kann ich verstehen. Klar kann man die Zensur mit umgehen. Aber die Russen haben ja gesagt, wir wollen auch VPNs zensieren. Wir wollen also VPN-Verbindungen erkennen, die aus unserem Land rausgehen und terminieren auf unserer Firewall. Und wenn ich jetzt unbedingt erkannt werden will als VPN, wenn ich aus Russland raus telefoniere, was mache ich dann? Na, dann nehme ich schon mal den Standardport. Also 1194 wird hier benutzt, das ist der OpenVPN-Standardport. Da habe ich schon mal eine gute Chance, dass der Firewall das als verdächtige Verbindung einstuft. Aber damit das noch nicht reicht, nehme ich noch VPN in meinen Domainnamen oder URL-Namen mit auf, dass der VPN auch ganz sicher findet, dass ich ein VPN bin. Hier wird TCP als Protokoll benutzt, hat mit der Sicherheit nichts zu tun, macht aber die VPN-Verbindung langsam, könnte also eines der Probleme sein, warum die Verbindung so langsam ist. Wenn jetzt keine speziellen Gründe vorliegen, nimmt man da UDP, wenn man Zensur umgehen will, kann man TCP auf Port 443 oder Port 80 benutzen, um eine HTTP oder HTTPS-Verbindung vorzutäuschen. Aber da das ja hier eh nicht der Fall ist, ist das sicher nicht der Grund dafür gewesen. Auf OpenVPN gibt es die sogenannte vOracle-Attack. Die umgeht man, indem man die Kompression abschaltet. Da gibt es einen Artikel dazu, den verlinke ich euch natürlich mal in der Videobeschreibung. Was hat RustVPN gemacht? Kompression angeschaltet und verwendet auch eine der betroffenen Versionen, beziehungsweise sind, glaube ich, gerade alle Versionen betroffen. Einfach also 2.4 Zeit 3. Also man muss einfach die Kompression ausschalten. Das ist jetzt eine recht theoretische Attacke. Trotzdem in der kleinen Konfiguration ist die eingeschaltet, die Kompression. Kann sein, dass die auf Serverseite abgeschaltet ist. Konnte ich jetzt nicht prüfen oder ja, habe ich jetzt auch keine Zeit rein investieren, sagen wir so. Also wenn die auf Serverseite abgeschaltet ist, komprimiert er auch nicht und man ist nicht von der Lücke betroffen. Nichtsdestotrotz, man sollte sich schon an die Vorgaben von OpenVPN halten und das sowohl client- als auch serverseitig abzuschalten. Der letzte Fail, der ich hatte, ist ein DNS-Fail und zwar in der Standardkonfiguration von der Software wird erstmal meine normale Fritzbox nach einer DNS-Auflösung gefragt. Das wird blockiert, also da versuchen die wahrscheinlich den DNS-Leak auszuschließen. Ist auch im Prinzip gut so, nur dann wartet Windows quasi auf mehrere Timeouts und fragt dann erst in der VPN-Verbindung nach der DNS-Auflösung und das kostet unheimlich viel Zeit. Also ich habe euch das jetzt ja im Video mal laufen lassen, das ist also Echtzeit gewesen. Das lässt sich verhindern, indem man die DNS-Metrik anpasst, das habe ich ja mal gemacht und sobald ich die angepasst habe, dann geht das auch deutlich schneller. Die RVPN-Software zum Beispiel
die macht die Anpassung einfach automatisch. Da muss man nicht selber in der Konfiguration rumfummeln. Ja, versagt auf ganzer Linie, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Schreibt es doch in die Kommentare.